Willkommen zurück zu einem weiteren neuen Video hier auf meinem Kanal. Falls du neu bist, möchte ich dich ganz herzlich willkommen heißen und möchte dich somit einladen, heute mal etwas ganz anderes bei Sims zu sehen, auch eine andere Spielweise, denn das ist unsere super cute Juniper und ja, die wird heute unser kleines, in Anführungsstrichen, Versuchskaninchen, denn sie hat wirklich gar nichts. Sie hat nur den Schmuck und die Kleidung an ihrem Körper. Sie hat keinerlei Simoleons, wie du sehen kannst. Und happy ist sie darüber auch nicht, aber das liegt nicht daran, dass sie nichts hat. Ja, das liegt nämlich daran, dass wir Grundstücksmerkmale haben und dazu Grundstücksherausforderungen. Wir haben harte Herausforderungen, zum einen abseits des Netzes, ekelerregend, Erdbebengebiet, Kobolde. Kobolde sind da, die sind, die machen eine Menge kaputt, heißt, wir müssen viel reparieren, Geschicklichkeit heißt auch fördern und rustikales Leben, wie als auch schmutzig. Und damit wir so ein bisschen was haben, um einfach auch positiv in die ganzen Dinge zu gehen, habe ich ihr noch das Grundstücksherausforderungsmerkmal wildes Präriegras, damit wir halt auch ein bisschen eine Einnahmequelle haben. Und damit es nicht so trist ist hier auf unserem Grundstück, haben wir einen guten Boden. Wir haben Abendrot, Lernort, heißt die Sims bauen auch so ein bisschen besser Fähigkeiten auf. Wir haben Frischluft und natürlich ein bisschen romantische Aura, dass die Sims ein bisschen flirtig sind, heißt nicht immer nur in diesen Depri-Phasen. Genau, was hat unsere Juniper heute so vor? Ja, wir spielen sie jetzt eine bestimmte Zeit, mal gucken, vielleicht eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden und gucken einfach mal, wie weit wir mit ihr kommen. Sie hat, wie gesagt, aktuell ist sie sehr verängstigt und zwar Seisophobie, Herausforderungsmodus und zwar in diesem Gebiet gibt es ab und zu Erdbeben. Sims, die sich hier aufhalten, sind permanent angespannt. Heißt, das ist natürlich eine Riesenherausforderung. Sie wird demnach nicht wirklich viel Laune haben, gute Sachen zu machen. Heißt, wir können, haben es wirklich schwer, bestimmte Sachen einfach zu machen. Aber jetzt erzähle ich euch mal ein bisschen mehr zu unserer Juniper. Sie ist eine Freundin der Welt. Das Bestreben wollen wir natürlich auch ein bisschen nebenbei versuchen zu machen. Sie wird keinen Beruf haben, aber wir dürfen uns natürlich ein bisschen was zusammen verdienen durch Angeln, Ausgrabungen machen, Pflanzen verkaufen, anbauen, malen. Die Werkbank werden wir uns irgendwann dazu kaufen. Und wie ihr seht, unser Grundstück ist komplett leer. Ich habe cooles CC gefunden, was abseits des Netzes funktionieren sollte. Bin sehr gespannt. Werde es dir auf jeden Fall, wenn alles funktioniert, unten in der Videobeschreibung verlinken. Genau, sie ist wirklich komplett frisch von mir erstellt worden. Sie kennt niemanden, sie hat nichts. Ihre Bedürfnisse sind soweit einigermaßen okay. Durch den Wicket haben wir einen kleinen Vorteil. Aber wir machen das so, dass sie sich immer hinter irgendeinem Busch setzen muss, um zu pieseln. Denn mit dem Wicket, wenn sie dringend muss, kann sie an Ort und Stelle, ja, Pipi machen gehen. Deshalb habe ich gesagt, okay, gut, das können wir natürlich nutzen, werden wir wahrscheinlich auch in der ersten Zeit sehr stark nutzen, weil dann kaufe ich lieber eine Werkbank oder eine Staffelei anstatt eine Toilette. Und sie kann dann halt einfach hinter einem Busch pieseln gehen. Genau, wer ist sie überhaupt? Sie ist, finde ich, eine super cute, süße Maus. Es hat drei positive Merkmale und zwei negative. Zum einen ist sie vom negativen Typ her sozial unbeholfen. Heißt, wir haben auch die Schwierigkeit, ein bisschen ja, Freundschaften zu schließen. Aber sie ist auch ein Überflieger, eine treue Seele und romantisch. Und sie ist Vegetarierin und durch ihr Bestreben ein aufgeschlossener Typ, ist unschuldig und heldenhaft. Sie hat vom Open Love Life jetzt noch bevorzugt nicht exklusive romantische Beziehungen. Heißt, sie ist eigentlich der komplette Gegentyp von ihrem romantischen Merkmal. Das heißt, ich werde ihr das jetzt einmal fix ändern, weil das ist im Konflikt einfach. Ja, und wir spielen jetzt einfach mal drauf los, müssen gucken, dass wir ein bisschen Geld zusammenkriegen, dass wir ihr ein paar Sachen organisieren können. Zum einen vielleicht ein Bett, damit sie was essen kann. Und damit es jetzt nicht zu viel Zeit vergeht und du dich langweilst, würde ich sagen, starten wir. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Wie ihr sehen könnt, sind wir in Oasis Springs. Und ich dachte mir, das ist zum einen eine Karte, die jetzt nicht so häufig genutzt wird. Sie kommt zwischendurch bei manchen vor. Aber sie hat auch ein bisschen einen Vorteil. Man kann gut Sachen ernten, die Steine aufklopfen. Hier sind auch relativ viele Blümchen, soweit ich weiß. Das Erste, was ich schon gefunden habe, ist so einen kleinen Brunnen. Da können wir einmal Wasser sammeln gehen. Und wir haben die Möglichkeit, hoffe ich danach, noch einen Frosch zu fangen. Denn die können wir natürlich auch mitnehmen. Es gibt keine Challenge-Regeln. Ich dachte mir einfach, komm, wir spielen einfach mal drauf los. Gucken, ob wir Glück haben, wie weit wir kommen.
Und wir haben Glück, wir haben hier sogar noch zwei Grabungsstellen, wo wir was graben können. Okay, wir haben schon eine Schatzkiste bekommen und einen Froggy. Das sieht doch auch schon mal gut aus. Wir haben einen Pyritstein und ein Altmetallmaterial. Okay, ich gehe auf die Suche nach den nächsten Steinchen. Und da haben wir es sogar auch schon. Das ist ja echt witzig, dass wir jetzt hier schon drei Ausgrabungen haben. Und das relativ nah zu unserem Häuschen. Aber ich glaube, wir müssen in die andere Richtung reisen. Oh, wir haben noch eine Schatzkiste. Ja, mega cool. Dann würde ich sagen, reisen wir auf ein anderes Grundstück. Auf den Park vielleicht. Da können wir dann auch ein bisschen was, wenn jemand gegrillt hat, uns eine Portion Essen mitnehmen. So, wir haben einmal die Location gewechselt, um zu hoffen, dass wir hier auch ein bisschen was haben. Wir haben hier zum einen, oh ja, mega cool. Wir können hier auf einmal Wasser auf jeden Fall sammeln und wir gehen angeln. Mal gucken, ob sie Glück hat. Ich habe mit meinen anderen Sims, gerade aus den Let's Plays, die hier auf meinem Channel sind, nicht so das große Glück beim Angeln. Ist auch nicht so meins, wenn ich ehrlich bin. Das ist halt nur am Anfang immer sehr interessant, wenn man noch nichts hat, dass man da mal versucht, okay, ein bisschen zu angeln. Wir haben hier noch ein Gänseblümchensträuchchen. Das ist sehr gut, während die Gute angelt, unsere Juniper. Gucke ich mal, ob wir vielleicht irgendwo... Oh, sie hat einen Fisch schon gefangen. Sehr gut, weiter. Gehe ich mal gucken. Ja, da haben wir was zum Graben. Da haben wir eine Chrysanthemenpflanze. Das ist auch schon mal gut. Ganz viel Angelmöglichkeiten. Aber ein Zitronenbaum. Da haben wir noch was zum Graben. Auf jeden Fall hat sie schon einen Levelaufstieg gekriegt. Das ist schon mal spitze. Und hier haben wir noch was zum Graben. Super, super, super. Das läuft doch eigentlich ganz gut. Ich stelle mich eigentlich immer am Anfang immer so ein bisschen blöd an, um an Simoleons zu kommen. Ich würde sagen, wenn wir so die ersten 10 Items haben, gucken wir, dass wir vielleicht ein bisschen was verkaufen, dass wir uns zu Hause die ersten Items schon kaufen können. Auf jeden Fall hat sie schon 3 Fische gesammelt, gefangen. Das ist super. Wir haben scheinbar wirklich Glück. Ich meine, man kann auch in Oasis Springs die Kuhpflanze aus irgendeinem See holen. Oh, sie hat so einen lila Fisch. Ja, mega cool. Ja, und die sind sogar... ganz gut vom Verkaufpreis. Oh, die Nacht wird immer später. Wir haben noch ein paar Ausgrabungen vor uns. Aber es läuft soweit ganz gut. Ich hoffe, dass vielleicht irgendeiner in dem Park hier dann den Grill angeschmissen hat. Falls da einer sein sollte, wenn nicht, müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie noch an was zu essen bekommen. Also langsam kriegt sie Hunger. Und sie muss auch langsam auf die Toilette. Guck mal, hier haben wir auch noch einen Stein. Den nehmen wir noch mit, wenn wir jetzt schon hier hinten sind. Und da auch. Ah je, bei Nacht kommen die scheint es eher raus, habe ich den Eindruck. Naja, immerhin gut für uns. Gänseblümchenstrauch, okay. Da haben wir einen Grill. Aber es hat keiner gegrillt. Nein, aber wir könnten die Nacht hier rein theoretisch verbringen. Denn ich sehe schon, wir haben hier Bänke. Wir haben hier so Sofas. Und, das nehmen wir doch auch mit. Ich würde sagen, wir öffnen die Eimer und hoffen, dass wir hier... Okay, das hat schon geklappt. Zerbrochenes Fossil, schade. Fossil extrahieren. Oh, hier hat was geklappt. Raptorenkralle. 70 Simoleons. Das ist schon wieder zerbrochen, schade. Ja, nee, da. Prähistorischer Vogel. Das sieht doch gar nicht schlecht aus bisher. Mach mal die ganzen Schatzkisten auf. Okay, wir haben schon eine Figur bekommen. Noch eine Figur. Noch eine Figur. 4 Figuren, jeweils von 60, 25, 50 Simoleons und 20 Simoleons. Okay, Juniper, ich würde sagen, das war für den ersten Tag. Sie ist ziemlich glücklich, muss man sagen. Sie ist gut gelaunt. Okay, wir müssen irgendwie an was zu essen kommen. Und sie braucht ein bisschen Spaß. Okay. Wir verkaufen das Altmetall, die zerbrochenen Fossilien, die Steine, weil wir rein theoretisch, meine ich, die nur brauchen für die Elementama, also für die Elementsammlung. Oder sind die nicht dafür geeignet? Die Steinchen verkaufen wir und auch die richtigen Fossilien. Wir haben einfach nur durch die paar Sachen, durch die 8 Items schon 200 Simoleons zusammen. Ich würde sagen, eine Puppe behalten wir. Ich würde sagen, wir behalten die Poppy und den Rest verkaufen. Wir verkaufen den teuren und den Froggy behalten wir erstmal, weil wir können ja Froggies züchten. Und Juniper, Süße, du kannst nach Hause erstmal.
denn wir haben schon 350 Simoleons geniert. Okay, Süße. Kannst du dich hier hinsetzen? Genau. Hierhin bitte Pipi machen gehen. Genau. Man sieht natürlich nichts. Ich habe den Streamer-Mod drin. Aber ich finde es halt sehr cool mit dem Wicket, dass man da halt einfach in die Wildnis pieseln kann. Es ist auch nicht unser Grundstück, heißt, wir verschmutzen es dadurch auch nicht. Wir haben hier schon unseren etwas runtergekommenen Briefkasten, den wir auch benutzen können. Okay, Süße, komm mal wieder hier rüber. Pipi gemacht hat sie auf jeden Fall. So sah, sind wir halt immer noch ein bisschen unbeholfen. Was wir als erstes machen, ist Sozialhase deaktivieren, dass wir da keine negativen Vibes bekommen. Und ich würde sagen, ich guck mal, was ich an Items schon hinplatzieren kann. Guckt mal, hier sind diese Items, von denen ich vorhin gesprochen habe. Und zwar ist das nicht voll cool, eine DIY Bucket Toilet. Das sieht so lustig aus, die kostet 10 Simoleons. Wir haben sogar eine Dusche und eine wirklich schmutzige Badewanne. Die kostet 50, die Dusche kostet 15 und die Toilette 10. Okay, wir gucken gerade mal Handwerkbereich. Ist da die Staffelei, genau, 3. Oh, okay, damit wäre unser Budget verpufft. Ich meine, wir hatten 355. Heißt, wir müssen uns da ein bisschen dran orientieren. Aber hier ist nicht die Handwerks. Doch, hier. Hier ist der Schreinertisch. Aber, oh, der kostet 750. Okay, wir haben 355. Ich würde sagen, wir holen uns eine Staffelei. Dann können wir Bilder malen. Ich denke, das wäre eine gute Einnahmequelle. Weil wir dürfen, meiner Meinung nach, würde ich jetzt sagen, nicht so oft immer das Grundstück verlassen und durch die Gegend reisen, sondern müssten halt auch ein bisschen hier die Grundstücksherausforderung meistern. Okay, gucken wir nochmal hier. Wir hätten eine Toilette. Könnten wir aber vorerst verzichten, weil wir können ja hinter den Busch gehen. So, ich würde sagen, aber für ihre Hygiene müssen wir dann halt auch immer gucken, dass sie nachts duscht, dass wir hier nicht Kinomodus aktivieren. Okay, was haben wir noch? Haben wir vielleicht noch eine Lampe, die wir uns hinplatzieren können? Wir hätten jetzt 315. Okay, 315. Kriegen wir für 40 Simoleons irgendwie noch vielleicht eine kleine Lampe, die wir uns hinstellen können? Wir hätten hier noch ein paar Kerzen. Das ist doch nicht schlecht. Was kostet die? 5. Okay, wir machen mal hier eine Kerze hin. Heißt, wir hätten jetzt 320. Dann machen wir hier zwei Kerzen hin. 330. Okay. 330 Simoleons ausgegeben. Heißt, ich ändere das gerade einmal auf 25 Simoleons. Genau, 330. So, Süße. Nur zu essen haben wir noch nichts. So, 6.24 Uhr. Wir haben herrlich schönes Sommerwetter. Sie hat jetzt wirklich Hunger. Und gerade eben ist das erste, die ersten beiden Präriegräser sind draufgekommen. Wir können sie entwurzeln oder wir lassen es liegen und können uns dann am nächsten Tag ja, Präriegras ernten. Das ist schon echt cool. Ich habe mir auch so richtig das richtige Grundstück ausgesucht, weil wir hinten einfach eine Bank haben. Aber ja, ich würde sagen, sie testet jetzt mal schnell und lauwarm duschen. Dampfende Dusche, wie cool. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal schnell und lauwarm hier bei unserer professorisch gebauten Dusche. Ganz kurz duschen, bevor die ersten Nachbarn kommen. Und dann müssen wir wirklich gucken, dass wir irgendwie an was zu essen kommen. Wir haben hier hinten einen Erdbeerstrauch, der sogar schon Früchte trägt. Oh mein Gott, wir können was essen, Juniper. Ja, dann mach du dich mal schön sauber schnell mit deiner lauwarmen Brüder. Aber ich bin ganz ehrlich, Hauptsache man hat irgendetwas, um sich zu duschen. Also ich finde das total lustig gemacht. Guck mal, da tropft jetzt das Wasser runter. Wir Frauen würden wahrscheinlich unsere Haare keinen Meter damit sauber bekommen. Aber es geht ja einfach darum, dass sie sich wohl in ihrer Haut fühlt. Und was haben wir hier alles ernten? Oh mein Gott, ich habe echt damals bei meinen Let's Plays scheint's ein bisschen die falschen Plätze geholt. Denn wir haben hier ja eine Quelle nach der anderen. Hatten wir nicht hier auch alles ernten? Nein, das darf ja nicht wahr sein. Graben. Da haben wir noch was zum Graben. Da ist noch was zum Graben. Alles ernten. Oh, sie hat so einen Hunger. Süße, halte durch. Bitte halte durch. Eine Zeitkapsel haben wir bekommen. Okay, wir haben
Karotten habe ich, glaube ich, gerade gesehen. Wir haben Erdbeeren schon. Oh, das ist gut. Wir können direkt was anpflanzen und ein, zwei Sachen darf sie essen. Das läuft ja schon wirklich gut. Ich hätte es ja nicht für möglich gehalten. Ich dachte ja wirklich, oh mein Gott, gerade mit den ganzen Herausforderungen, die wir auf dem Grundstück haben, oh mein Gott, das kann voll die Katastrophe werden, aber bisher läuft's gut. Toi, toi, toi. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Genau, Süße. Süße, bald hast du es geschafft. Dann könntest du die ersten Möhrchen, die ersten Erdbeeren essen. Und wir können weiter gucken, dass wir vielleicht ein paar Gemälde malen, ein paar Pflanzen anpflanzen, dass wir Nachschub für uns haben. Ich meine, hier war irgendwo, genau, hier war die Pflanze, hier war was zum Graben. Hier können wir nochmal Wasser für unsere Dusche holen und nochmal nach einem Froggy gucken. Und hier können wir auch alles ernten. Das läuft voll gut. Ich will es nicht beschreien. Und haben wir einen Fisch, einen Froggy? Ja, wir haben einen Froggy gekriegt. Und sogar einer, der ein bisschen besser ist. Ein gepunkteter Erdfrosch. Dann können wir die züchten. Oh, unser Begrüßungskomitee ist zu Hause. Dann los. Ah, oh, wie cool, sie ist sogar extra zu uns gekommen, um uns zu begrüßen. Hier, kannst du dich mal freundlich vorstellen. Da hinten kommt sie angewatschelt, unsere Süße. Sie schlägt sich wirklich tapfer. Ich hätte es mir wirklich ein bisschen schwerer vorgestellt. Aber hey, ich möchte es wirklich nicht beschreien. Sie so, kommt herein, Nachbarn, in mein bescheidenes Heim. Bitte ignoriert meine Dusche. Und wehe, eine fasst mein Pampasgras an. Wir verkaufen die ganzen Kristalle. Und haben hier noch eine Puppe bekommen. Die verkaufen wir. Oh, wir haben sogar Kopfhörer schon bekommen. Das Fossil müssen wir wieder extrahieren. Und genau, den Rest behalten. Wir haben wieder 241 Simoleons gesammelt. Jetzt hat sie den Obstkuchen hier, aber dann isst erstmal was Süßes. Genau, schnapp dir den Kuchen, den hast du dir wirklich vollst verdient. Ist sie nicht so cute, unsere Süße? Komm, habt ihr eben ihre Zahnlücke gesehen? Oh, was ist hier von Übelkeit geplagt? Was habe ich da gerade gegessen? Ja, süße Obstkuchen ist, ja. Aber wir haben ja gar keinen Mülleimer. Okay. Oh nein, die Arme. Vielleicht ist er ja davon angetan mit unserem lustigen Geschenk. Und? Es hat ihm zumindest gefallen. Wie heißt du denn überhaupt hier? Parker Pickles. Okay, hier kannst du mal ein bisschen was Witziges machen. Hier über Raketen. Nee, wie heißen die? Rankenfußkrebse, genau. Erzähl das nochmal. Was möchtest du machen? Du müsstest jemand anrufen. Pflanzen. Schön pflanzen, dass wir unsere Gemälde dann schön malen. Das Schöne ist, wir können jetzt unser erstes Gemälde malen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, und falls dir wirklich das gefallen sollte hier, dann schreib es mir gerne mal in die Kommentare, ob du mehr von Juniper sehen möchtest, wie sich so ihr Leben entwickelt und signalisierst gerne mit einem Like. Ich freue mich darüber immer gerne. Und es unterstützt mich und du zeigst mir natürlich, dass es dir auch gefällt. Und ja, unsere Juniper schlägt sich wirklich nicht schlecht. Ich bin total baff. Auch mit den Grundstücksmerkmalen hält sich's wirklich in Grenzen. Und jetzt gießt er sogar unsere Pflanzen. Ja, die setzen wir dann später an. Wie geht's dir denn jetzt überhaupt? Okay, sie muss einmal Pipi machen. Okay, wir müssen uns einen Busch suchen. Wo können wir denn ungestört eben einmal Pipi machen? Und er gießt einfach unsere Pflanzen. Ist er nicht ein Schatz? Aber der ist bestimmt verheiratet, ne? Ja. Und er hat sogar zwei Kinder. Wie schön. Leben hier auch in Oasis Springs. Das ist ja schön. Okay, unsere Süße ist jetzt gleich Pipi machen. Und unsere Pflanzen, hoffe ich, wachsen und gedeihen. Und dann können wir unser erstes Gemälde machen, würde ich sagen. Wir fangen da mit einem kleinen Gemälde an. Das sind nämlich nur 50 Simoleons. Mal gucken, wie das künstlerische bei ihr ist. Okay, die ist eine ordentliche Sim. Ja, dann kannst du das Besteck mitnehmen. Wäre das nicht eine Idee? Kannst gern vorbeikommen und aufräumen. Sozial unbeholfen. Juniper Nami ist sozial unbeholfen. Diese Sims sind in bestimmten sozialen Situationen unsicher und tun sich schwer, mit anderen zu reden. In der Nähe mehrerer unbekannter Sims sind sie nervös, aber sie blühen auf, wenn sie von bekannten Gesichtern umgeben sind. Ich weiß nicht, was er gerade. Ey, 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 ey!
Ey, was macht ihr da? Nein, 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 nein. Nein. Wuhu hier, nein. Stopp! Bevor wir jetzt hier irgendwas... Wieso wuhut ihr denn jetzt? Bevor wir... Oh nein, das ist sogar seine Frau. Oh! Nein, nein. Okay, das breche ich ab. Nein, das tue ich ihm jetzt nicht an. Zurücksetzen. Das tue ich ihm nicht an. Hol die Kerzen. Nein, 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 nein. Nein, das tue ich ihm jetzt nicht an. Nein. Oh mein Gott. Nein. Die sind Turteltäubchen. Oh mein Gott, das ist attraktiv empfunden. Haben wir das jetzt hier als Ding drin? Und sie ist sogar verliebt. Nein. Oh mein Gott. 50 Simoleons Gemälde starten. Und hoffen mal, dass sie eine künstliche Ader hat. Oh, wir haben 2 Simoleons plus gemacht. Okay, ich würde sagen, wir versuchen es auf Plopsy anzubieten. Oh nein, jetzt hat sie auch noch eine Angst entwickelt. In der letzten Zeit scheint bei Juniper irgendwie alles schief zu laufen. Eine schlechte Nachricht jagt die andere. Die Leute sagen, du wirst es nie herausfinden, wenn du es nicht versuchst. Aber keine Rede davon, wie es sich anfühlt, wenn man es versucht und es nicht geklappt hat. Juniper kann keine Enttäuschungen mehr verkraften. Es ist beängstigend. Was? Lass uns das Feuerwerk auf dem Schräger Humor Krach Spaß Festival anschauen gehen. Okay. Machen wir. Auf jeden Fall hat sie jetzt auch noch eine Angst entwickelt. Es läuft perfekt. Oh, wie cool. Da kriegen wir zumindest schon mal was zu trinken. Das ist doch schon mal gut. Wie sehen unsere Fähigkeiten überhaupt aus? Hau nicht so aufs Mikro. Das knackt in den Ohren, Süße. Sag bloß, du gibst uns jetzt ein Trinkgeld für unseren sehr schlechten Witz. Ha, sie lacht sogar, wie süß. So schlecht sind wir dann scheint's nicht. Okay, das war jetzt nicht so gut. 25% Rabatt. Hey, wir nehmen jeden Rabatt, den wir kriegen. Ob das jetzt 25 sind oder selbst 20 oder 10. Versagensängste. Nein. Oh, was hast du dir bestellt? Was ist das Leckeres? Hier, Essen. Dann ist dein Bäuchlein nämlich schon voll. Wieso bestellst du so viel auf einmal? Ach so. Ich dachte... Bestellen die sich jetzt hier gerade alle auf unsere Kosten? Hello, Miss Darlene Dublin. Wieso schlagt ihr euch bitte? Aber hier, sprüh noch mal so ein bisschen. Oh, das sieht doch cool aus. Das sieht doch voll cool aus. Oh Gott. Ja, ihr bräuchte eigentlich so Masken, ne? Guck mal, was für einen schönen Glow sie um sich hat. Voll schön. Was zur Hölle? Wir haben 500 Simoleons bekommen. Warum, wieso, weshalb? Die Witzbolde haben gewonnen. Jeder Witzbold erhält die folgenden Preise. Eine Voodoo-Puppe, Feuerwerk, 500 Simoleons. Wir haben 500 Simoleons bekommen? Oh mein Gott. Da kommen wir auf jeden Fall wieder. Wir haben 500 Simoleons. Süße, okay, ab nach Hause. So, wir haben jetzt 726 Simoleons. Also, ich muss sagen... Das Fest, das war sehr, sehr gut. Ich würde sagen, auf die Toilette verzichten wir vorerst weiter. Wir haben eine Dusche, die so semi-optimal geht. Wir können vielleicht noch 1, 2 Kerzen hinstellen. Machen wir mal 3 Stück. Was haben wir hier? Wir können... Oh ja, das machen wir jetzt. Wir holen uns was zum Grillen. Du magst die Farbe Orange. Heißt, wir werden die mal hier hinstellen. Die Werkbank können wir uns nicht holen. Aber wir haben ja auch vorerst unsere Gemälde, mit denen wir was machen können. Hier ist ein Radio, ein portables Radio. Dann holen wir uns das doch noch. Was haben wir hier? Survival Fire. Oh ja, nice. Oder wir holen uns das lieber. Statt dem Grill. Oder wir machen beides. Komm, wir machen beides. Na, wir haben sogar ein Bett, was wir uns leisten könnten. Okay, wo stellen wir unser Bett hin? Stellen wir es mal hier hin. So, wir haben uns noch einen Stuhl geholt. Was können wir uns noch Cooles leisten? Können wir uns halt irgendwie so ein Zelt bauen? Das geht doch. Wir haben hier so Stangen. Wir gucken jetzt mal.
Ja, ich würde sagen, für den Anfang reicht's, glaube ich, oder? Also, wir haben eine Feuerstelle, wir können grillen, wir haben noch ein paar Kerzen, genau, die machen wir jetzt noch hier ins Bett. Wir haben ein Bett, wo sie schlafen kann. Ich hoffe, das Zelt ist so einigermaßen wasserdicht. Das werden wir dann wahrscheinlich das erste Mal merken, wenn es regnet. Wir haben zum Malen was, wir haben sogar ein Radio, so ein portables. Unsere Pflanzis ordne ich eben nochmal schnell an. Oh nein, oh nein. Ach süß, es tut mir voll leid. Okay, du darfst erst duschen gehen. Ihre Dusche nimmt... Oh mein Gott, nein. Kann es noch schlimmer werden? Kann es noch schlimmer werden? Jetzt brennt sie auch noch. Bitte lösch dich. Lösch dich. Oh mein Gott. Bitte nochmal vorsichtig. Nochmal mal die Musik mal hoch, dass wir auch was hören. Wie sehen unsere Pflanzen aus? Okay, die können wir noch nicht. Okay, wir müssen dann auch, wenn sie gegessen hat, wenn so einigermaßen fit ist, mal unsere Runde drehen und alles abernten. Aber als erstes werden wir unser Perigras ernten. Wir haben sogar den dritten Strauch schon bekommen. Oh nein. Ach, so Fisch. Oh nein. Ich esse selbst kein Fleisch. Und habe voll vergessen, dass Fisch Fleisch ist. Oh nein. Ja gut, dann können wir die Fische angeln und verkaufen. Das macht bei ihr ja überhaupt keinen Sinn. Okay, lasst mal kurz hier reingucken. Oh, wir haben eine Voodoo-Puppe. Was ist das hier? Okay, das testen wir mal. Wie gesagt, Feuerwerk behalten wir. Wir können Frösche züchten. Wir haben einen Froggy gekriegt. Okay, wo bringst du das jetzt hin? Puff, einfach nebendran geworfen. Okay, kannst du es ins Inventar packen? Unser Präriegras, würde ich sagen. Unsere Blume verkaufen wir. Ja, unsere Fischis verkaufen wir jetzt auch, weil Vegetarierin. Es hat keinen Sinn. Ich habe nicht dran gedacht, es tut mir leid. Okay, wir machen unsere Runde. Nee, gar nichts, ne? Weil wir gar nichts haben. Oh mein Gott. Oh, ihr Lieben, ich glaube, ich drehe gleich durch. Jetzt bin ich an meinem. Die ist abgebrannt. Oh nein, sind unsere Kerzen alle abgebrannt? Oh nein, unsere Kerzen sind alle abgebrannt. Die leuchtet noch. Löschen. Alle Kerzen, diese... Ach, haben wir nur noch die Kerze? Oh, oh nein, jetzt hat sie gekotzt. Jetzt hat sie gekotzt, oder? Und die müssen wir auch ausmachen. Löschen, diese Kerze, okay. Wir haben noch zwei Kerzen. Sie hat, glaube ich, gerade voll dahin gereiert. Jetzt haben wir noch ein kleiner Pipi-Notstand. Sie geht jetzt eben schnell einmal pieseln. Wir haben alles soweit abgefarmt, soweit ich weiß. Und sie hat eigentlich echt gut wieder... Oh, wir haben Salbei. Ach, wir haben 832 Simoleons. Okay, ich würde sagen, sie hat sich heute einen entspannten Tag verdient. So, deshalb würde ich sagen, gehen wir ins Fitnessstudio. Da kann sie sich ein bisschen entspannen, ein bisschen Sport machen. Wir haben es wirklich gut hinbekommen, muss man wirklich sagen. Ich habe gerade mal geguckt, wie lange wir jetzt schon aufnehmen. 1:11 bin ich am Aufnehmen und werde euch das natürlich alles kurz runterschneiden. Aber wir haben es wirklich gut geschafft in der Zeit. Ich bin wirklich so süße. Wie geht's dir? Oh, guck mal, wie glücklich sie auf einmal ist. Ich glaube, den Tag hat sie sich wirklich verdient. Sie, kannst du hier das aufgießen eigentlich? Entspannt, nackt, entspannt. Nee, okay. Oh, guckt euch, wie glücklich sie ist. Ne? Das hast du dir auch wirklich verdient. Dafür, ich bin wirklich ehrlich, auch wenn ich es jetzt schon das dritte oder das vierte Mal sage, es läuft wirklich gut. Ich habe aber so Angst, dass da noch der große Obergau irgendwie kommt. Man weiß ja so, die Ruhe vor dem Sturm. Hallöchen. Oh, du bist schwanger. Okay, das geht. Tatsächlich, die Sims können hier wildfremd vor irgendwelchen anderen... Jetzt duschen die übereinander. Nein, jetzt duschen die. Oh mein Gott, jetzt duschen sie zusammen. Hat sie nicht ein süßes Kleidchen? Ich finde sie echt wunderschön. Ich werde sie euch in der Videobeschreibung auf meiner Patreon-Seite verlinken. Da könnt ihr euch sie dann runterladen mit dem dazugehörigen CC. Aber bitte, ihr dürft sie gerne benutzen. Genexperimente machen, aber benutzt die Sims nicht immer als eure eigenen. Wenn, dann erwähnt das mal ganz kurz. Das tut den Leuten natürlich auch gut, wenn sie es sehen sollten. Auch wenn sie es nicht sehen sollten, man sollte nie was von einem Fremden als eigenes ausgeben. Und, oh, 78 Simoleons. Ja, das sollte doch definitiv auf Plopsi verkauft werden können, oder? Alle Leute, die so vorbeilaufen hier, denken sich auch nur so, oh mein Gott, die Arme. Geht's der gut? Muss man ihr da irgendwie helfen? Oh, wir haben hier noch, oh ja. Ich glaube,
Auch wenn die Grundstücksherausforderungen eine Herausforderung sind, haben wir noch nicht viele davon erlebt. Zum Glück. Ich hoffe, da kommt noch nicht der Obergau bald vorbei. Aber sie macht so einen total zufriedenen, glücklichen Eindruck aktuell. Sie groovt hier voll durch die Gegend. Ich find's mega. Total toll. Echt total toll. Ich kann's gar nicht glauben. Oh nein, jetzt ist das erste Erdbeben da. Oh mein Gott. Und sie sitzt hellwach in ihrem Bett. Das war ein Erdbeben, Leute. Alles gut, Süße. Alles gut. Es ist nichts passiert. Aber ich muss euch mal ihr eines Bild zeigen, was ich vorhin noch fertig gemacht habe. Das bringt uns einfach 159 Simoleons. Das kann sie eben nochmal ganz schnell einstellen. Und dann werden wir... Das war unser erstes Gemälde, ne? Genau, wir haben das Pferd und dann die Blume gemalt gehabt, genau. Und dann wird sie hier weiter schlafen. Oh, wow. Unser Gemälde wurde verkauft. Wie viel? Wie viel kriegen wir jetzt? 197 Simoleons. Ich habe auch scheinbar eben falsch geklickt und sie hat es direkt verkauft. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier, verschicken wir es. Wünschen demjenigen super viel Spaß. Wir schalten unser Radio wieder ein, dass die Süße gut bei Laune bleibt. Und ich würde sagen, wir gucken, was wir mit unserem Essen herstellen können. Das müssten wir anzünden. Okay. Grillen. Oh nein, wir haben gar nichts. Oh nein. Okay, wir haben langsam... Wir haben 8 Perigräser. Wow. Wir haben eine Drachenfrucht bekommen. Oh mein Gott. Drachenfrucht. Jetzt geht sie von sich aus sogar was zeichnen. Also dafür, dass wir eigentlich so harte Herausforderungen haben für das Grundstück, ist sie echt gut drauf. Jenny Roberts, ich rufe an, um dich zu informieren, dass der Urgroßvater des Freundes deiner Cousine zweiten Grades verschieden ist und dir ein großes Vermögen hinterlassen hat. Nimmst du die Erbschaft an? Kohle, 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 gib her. Unter welchen Bedingungen? Nein, danke. Ich weiß, dass wenn man Nein, danke sagt, es nicht kriegt. Unter welchen Bedingungen? Ist meist auch unter keiner Bedingung irgendwas es kriegt. Aber wir wollen uns das ja auch so ein bisschen verdient haben. Deshalb werden wir Kohle, 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 gib her sagen. Und dann bin ich mal gespannt, was für einen Auftrag wir bekommen, um an dieses Geld dann zu bekommen. An dieses Geld zu einfach zu kommen. So, jetzt wird's spannend. Sehr schön. Du bist jetzt eingewilligt. Da du jetzt eingewilligt hast, muss ich dir darüber informieren, dass du... Moment, ich bin noch nicht fertig. Das Geld nur bekommst, wenn du innerhalb von 7 Tagen heiratest. Das sind die Bedingungen. Viel Glück und herzlichen Glückwunsch zum nächsten Kapitel in deinem Leben. Oh mein Gott. 7 Tage haben wir jetzt Zeit. 7 Tage ab Mittwoch. Oh mein Gott. Da muss mir erstmal eine Erdbeere ein bisschen knabbern. Miet- und Mingles-Hauptmenü. Genau, Profilinformationen angeben. Beziehungsziele festlegen. Ich bin auf der Suche nach einer ernsthaften Beziehung. Ob kurze Affäre oder ewige Liebe, ich schwimme mit dem Strom. Ich will mit mich nur amüsieren. Ich bin nur auf der Suche nach platonischen Beziehungen. Okay, ich weiß nicht, ob sie das Ib sagen würde, dem Partner, dass sie eigentlich nur wegen dem Geld heiratet. Wenn es lieber auf dem ersten Blick ist, ist es natürlich was anderes. Aber ich glaube, um einfach dem Ziel näher zu kommen, würde sie, glaube ich, wirklich dazu tendieren und sagen, hier, ich bin auf der Suche nach der ewigen Liebe. Wir können Turn-Offs und Turn-Offs spezifizieren. Dann gucken wir unser Profil mal an. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt aussieht. Okay, Name Juniper Nami Barish. Young Adult. Ausbildung, keine Karriere, keine. Persönlichkeiten, Überflieger, vegetarisch, treu, Vorlieben und Abneigung, mag tiefgründige Gedanken, mag keine unambitionierten Sims, Familie, ich habe keine Kinder. Für mich ist es in Ordnung, Kinder zu haben oder nicht. Beziehungsverlauf, ich war noch nie in einer langfristigen Beziehung. Oh, das könnte vielleicht auch viele abschrecken. Vielleicht Aktivierungen, elterliches Material. Okay, das sind die Sachen, die wir zugewiesen haben. Abschweifen, Minimalist und schlecht. Geist, Vampir und Pflanzen. Oh, okay, da ist einiges mit bei. Beziehungspräferenz sind sich bevorzugt exklusive Beziehungen. Bin auf der Suche nach einer ernsthaften Beziehung. Treffen sich mit Juniper. Okay, dein individuelles Profil. Gib hier deinen besten Spruch oder Anmachspruch ein. Sie ist ein romantischer Typ, heißt, sie würde sowas wie Schau mal da, ein Schwanenpaar. Das könnten wir sein, sagen.
und erzähl uns von dir. Romantisch, witzig, lieb die Farbe Grün und Orange. Wenn du mich kennenlernen willst, mail mir. Ganz kurz und knapp, ich wollte jetzt hier nicht den Roman verfassen und ich komme noch nicht drauf klar, dass sie mit Prunella eine Beziehungsbalken hat. Also ich glaube, den werde ich, glaube ich, wegmachen, wenn ich ehrlich bin. Okay, Süße, das sieht sehr, sehr cool aus, das Gemälde. 106. Simoleon. Ich würde sagen, wir stellen es auch auf Plopsy, um einfach den größten Gewinn rauszubekommen. So, wir sind zurück im Fitnessstudio. Da haben wir nämlich alles, was wir brauchen. Sie wird jetzt einmal ganz schnell duschen gehen, auf die Toilette gehen, sich ihre Zähne putzen, sich frisch machen, sich selbst überprüfen. Und dann werden wir ja unseren Plan in die Tat versuchen umzusetzen. Wir werden hier ein Semi-Blind-Date, ein Voll-Blind-Date. Ich weiß nicht, soll sie einfach ins kalte Wasser springen? Oder soll sie mit Bedacht vorgehen und nicht sich so extrem überraschen lassen? Ich weiß nicht, was sie so für ein Typ ist. Ich finde es schwer bei ihr. Ich weiß es nicht. Vielleicht fangen wir mit einem Semi-Blind-Date an und gucken, was uns erwartet. Guck doch mal, wie süß sie aussieht in ihrem süßen Kleid. Ich habe gesehen, dass wir bei Miet und Mingle übereinstimmen. Wer bin ich? Das Schicksal in Frage zu stellen. Stattdessen frage ich nach einem Date. Möchtest du dich treffen und sehen, ob's Funken fliegen? Nicht jetzt tut mir leid. Hör auf, nach Übereinstimmungen zu suchen. Unbedingt. Okay, ich würde sagen, wir springen ins kalte Wasser und treffen uns mit, ich weiß leider nicht, wie er heißt, mit Owen. Owen, ich hoffe, du bist Single. So, ich hoffe jetzt wirklich nur, dass wir bowlen gehen können. Okay, das Erste, was wir jetzt hier gucken, was steht hier? Aktuelles Meet- und Mingle-Date. Erklären, dass du nur Freunde sein möchtest. Erklären, dass du nur ein Hook-up haben willst. Oh, okay, ein Hook-up. Okay, wir gucken jetzt, bevor wir jetzt hier wirklich ins Fettnäpfchen treten. Er ist Single. Danke. Danke, dass er Single ist. Und er ist vor allem 3 Tage erst alt. Wie alt bist denn du überhaupt? Was ist denn das für ein Dings? Oh nein. Profil öffnen. Oh mein Gott. Er ist ein Werwolf. Die Moonwood-Kommune. Werwolf-Rudel. Er ist ein Werwolf. Nein, wir haben unser erstes Date mit einem Werwolf. Das ist ja geil. Okay, Gefühle von Owen gegenüber Juniper. Erster Eindruck, anhänglich. Und ihr erster Eindruck, schlagbewusst. Okay. Ach, es ist ja okay. Okay, er ist ein Werwolf. Wow, okay. Nur macht das Gerät nicht kaputt, ne? Ja, dass der Inhaber zu uns kommt und sagt, hier, das müssen sie aber bitte reparieren. Oh nein. Hat er uns jetzt sitzen gelassen? Tatsächlich. Ich fasse es nicht. Der hat uns einfach sitzen gelassen. Da wird sie ihn jetzt anrufen und sagen, hier, du kannst mich doch nicht einfach sitzen bleiben und mir nicht mal Bescheid geben, sondern einfach dich verziehen. Ei, das ist ja nicht schön. Also das ist frech. Unsere Süße, die versucht hier alles an ihre Simoleons zu kommen, um sich zu verheiraten. Und er denkt, nö, ich gehe einfach nach Hause. Ist mir egal. Pass auf, bitte. Oh mein Gott. Oh, und er hat es schon hingelegt. Oh, tut euch bitte nicht weh, ne? Und dann müsst ihr nochmal hier ein bisschen interagieren. Wir wollen ihn doch kennenlernen. Wir werden jetzt mal ein bisschen gucken. Nein, du wirst jetzt nichts zu trinken bestellen. Wir wollen jetzt doch hier ein bisschen romantisch interagieren. Wir werden jetzt mal gucken, ob er... Jetzt geht er schon wieder nach Hause. Ich drehe am Rad. Alle guten Dinge sind 3, wie man so schön sagt. Ich habe ihn jetzt wieder hergeholt. Ich weiß nicht, wieso, aber die Sims, sie mögen das nicht mit den Blind Dates. Insofern fragen wir mal nach den Aktivitätsgedöns. Oh, das sah doch nicht schlecht aus. Hier Smalltalk. Erstmal fragen, ob er Single ist. Wir wissen es ja, sie weiß es noch nicht wirklich. Komplimente. Was macht ihr? Ah, okay, ich dachte jetzt gerade schon, ihr wollt techteln. Oh mein Gott. Nach Musikgeschmack fragen, das ist doch auch immer schön interessant. Dann könnt ihr mal die Nummern austauschen. Mache ich das richtig? Jetzt geht er schon wieder. Ich bin nicht so gut in dem Ganzen. Ist auch alles Neuland für dich. Mach mal ein Kompliment. Und was sagt er dazu? Ist es ihm egal? Kannst du mal einen Kuss zuhauchen? Attraktivitätsmerkmal. Während des gesamten Gesprächs hatte Juniper
den Eindruck, dass Owen ziemlich attraktiv, dass er sie ziemlich attraktiv findet, was dazu veranlasst, sich zu fragen, ob er sie das Richtige fordert oder er das Richtige fordert. Ich kann es nicht genau identifizieren. Auf jeden Fall haben wir ihm jetzt mal... Oh, sie haben einen Liebesbalken! Yes! Wir sind einem Schritt näher unserer Hochzeit. Also, dass das so sich entwickelt, hätte ich ja nicht gedacht. Ich würde sagen, wir gehen mal hier weiter ein bisschen auf Tuchfühlung. Du kannst ja mal nach Meilensteine fragen. Und dann werden wir hier nochmal flirten. Ein Kompliment zum Aussehen. Man sagt, hey, voll das schicke Oberteil. Wir können ja mal gucken... Okay, er ist ein brandneuer Simp, also er hat in dem Sinn keine wirkliche Vergangenheit. Aber wir können mal gucken, können wir ihn ganz mal hier aufreizend posieren, sagen, guck mal, ich habe mir ein neues Kleid extra für dieses Date gekauft. Und nach dem Techtelmechtel-Interesse, dass wir das schon mal freigeschaltet haben. Und du kannst ihm eine schlüpfrige Frage stellen. Und er so, du siehst fantastisch aus in deinem schönen Kleid. Und dann ganz mal von mir aus auf Vegetarismus. Sprechen, sagen, hier, ich lebe komplett fleischlos, mir geht's super damit, wie ist das bei dir überhaupt so, kannst mal nach Hobbys fragen. Und, ja, wir gucken mal. Romantisch mag ich Frauen, das ist mega. Kannst du dich bitte aus unserer Unterhaltung raushalten? Gib ihm mal eine Rose, sag hier, ich finde, das läuft eigentlich ganz gut, dafür, dass du mich zweimal versetzt hast, aber dann wiedergekommen bist. Das ist eigentlich okay. Körperliche Nähe. Können wir jetzt knuddeln? Kannst du ihm die Hände küssen? Er ist schon wiedergegangen. Na gut, wir haben 0.22 Uhr. Es sei ihm verziehen. Okay, die süße Witch jetzt scheint irgendwas gerade bestellen. Ich weiß nicht was, ob sie sich was zu trinken möchte, zu essen. Oh, das war aber ganz schön teuer. 18 Simoleons, aber okay, gut. Hat sie sich verdient. Wir sind dem Schritt zu einer Hochzeit ein bisschen näher gekommen. Ich weiß nicht, ob Owen der Mann ist an unserer Seite. Wir gucken mal. Wir werden natürlich noch auf andere Blind Dates gehen. Aber jetzt... werden erstmal die Hüften geschwungen oder ein bisschen durch die Gegend gezappelt. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt nach Hause. Okay, sie hat auf jeden Fall diese Flasche gekriegt. 110 Simoleons. Okay. Wir haben einen Froggy bekommen von 10, den verkaufen wir. Wir verkaufen die Steine, das Präriegras, die Chrysanthemen, die Zwiebeln und das hier schon mal 447 Simoleons. Oh mein Gott. Los, hol die mal. Genau, bevor wir jetzt weiter Sachen verkaufen, werden wir die extrahieren. Und wir haben 15 Simoleons und 40 Simoleons. Okay, Süße. Geh mal nach Hause. Wir gucken mal, ob wir mit dem Gemüse, mit dem Obst, was wir jetzt haben, uns vielleicht irgendwas kochen können, weil sie hat langsam auch Hunger. Und vielleicht gucken wir mal, ob wir dann noch ein Blind Date hinbekommen. Können wir hier irgendetwas... Nee, gar nichts, ne? Aber wisst ihr, was wir jetzt kaufen? Wir haben jetzt so viel Simoleons. Wir kaufen uns jetzt noch ein bisschen was. Auf jeden Fall. Gucken wir mal hier abseits des Netzes. Okay. Kurz überlegen. Wir haben... Ja, komm. Wir holen ihr jetzt auch eine Toilette dazu. Da muss sie nicht immer so Pipi machen gehen. Wir kaufen uns jetzt keine Kerzen mehr. Wir holen uns eine richtige Lampe, um zukünftig Geld zu sparen. Sollen wir uns so eine Öllampe kaufen? Wir machen es mal dunkel, um zu gucken, wie hell die das macht. Und wenn wir hier so... zwei Lampen hinstellen. Hier eine Lampe, hier eine Lampe. Oh mein Gott, die kostet ja 105 Simoleons. Okay, tut mir leid. Das ist mir ein bisschen zu viel. Das ist mir ein bisschen zu viel. Was kostet die? 65 oder 55? Die sieht doch ganz putzig aus. Vor allem, die macht es ein bisschen heller. Dann stellen wir hier eine Lampe hin. Hier reicht dann eine. Und wir stellen bei der Dusche, bei der Toilette eine hin. Habe ich jetzt mal ganz fix umgeordnet. Und das stellen wir jetzt auch mal hier so hin. Das sieht doch voll knuffig aus, unser Grundstück. Was haben wir hier? Salbei, Salbei, Kirschbaum, Kirschbaum. Okay, und was haben wir hier? Eine Dingsfrucht. Okay, das sieht doch richtig gut aus.
So, ich wollte aber, glaube ich, noch irgendwas kaufen. Wir haben einen Mülleimer. Genau, wir holen uns. Wir haben hier das hier, aber wir können ja dann auch nur gegrillte Früchte machen. Ich glaube, dafür braucht man Bananen, glaube ich. Deshalb gucken wir jetzt mal, was wir uns hier noch kaufen können. Guck mal, wir haben hier eine tragbare Kühlbox, eiskalt. Sollen wir uns die noch holen? Guck mal, die stellen wir dann hier so hin. Dann kann sie sich da auch draufsetzen. Und können wir noch irgendetwas holen? Da ist so ein kaputter Kühlschrank. Radio haben wir. Okay, wir haben ein bisschen Simoleons ausgegeben. Nicht so viele. Oh, Entschuldigung, hier im Flur poltert's voll. Und wir können uns eine schnelle Mahlzeit nehmen. Hier, nimm dir mal eine Müsli-Portion. Dann gucken wir, dass wir auf ein Grundstück kommen, wo wir Strom haben, dass wir auf ein Date gehen können. In Garten von Automatik, mega. Hier, verwenden. Geh mal auf die Toilette. Geh mal auf die Toilette, das müssen wir jetzt noch mal angucken. Wie knuffig das aussah gerade, wie sie ist. Okay, können wir jetzt denn hier irgendwas machen? Holzscheiben zu füllen, grillen? Nö, können nur Marshmallows. Überraschen? Du bist doch nicht Single. Das weiß ich doch jetzt schon. Hey, wir wurden über die App Meet und Mingle zusammengebracht. Willst du es versuchen und dich treffen? Ich glaube nicht, dass er so ihren Typ ist. Und ich bin mir eigentlich ganz sicher, dass er eigentlich verheiratet ist. Außer mein Spiel hat wieder jemand Neues. Generell deshalb werden wir das nächste Semi-Blind-Date raussuchen. Oh nein, jetzt steht er sogar noch hier neben uns. Nein. Paparazzi. Er ist unser Paparazzi. Doch, er wäre Single gewesen. Ist schon ein Schnuckelchen, muss man ja schon sagen. Aber ich glaube, er ist nicht so ihr Typ. Okay, sie kriegt schon wieder... Ich habe gesagt, dass wir bei Meet & Mingle übereinstimmen. Wer bin ich? Das Schicksal in Zukunft? Ich weiß nicht. Ich finde, er sieht ein bisschen jung aus. Nicht, dass wir jetzt hier einen Teenager vorgeschlagen bekommen. Ich würde sagen, alle guten Dinge sind drei. Wie sieht unser Blind Date aus? Hey, wir haben über die Mietemenge. Oh, der ist ja eigentlich ganz cutie, oder? Ja, komm. Wir machen jetzt unbedingt. Wir werden ihn treffen. Wir werden uns jetzt eine schöne Location aussuchen. Ich weiß nicht, ob wir in ein Restaurant oder ein Café gehen können. Ja, wir gehen nach Tatosa. Da ist der Strand sehr, sehr schön. Und man kann ganz schön schnell ins Meer reinlaufen. Oh ja, ich bin gespannt, wie die Vibes zwischen den beiden sind. Hoffe, der Part hat dir bis hier soweit gefallen. Du freust dich auf Juniper, wenn du eine weitere Folge sehen möchtest, was sie so erreicht hat. Geh mal zu ihm und stell dich freundlich vor. Ich weiß, dir ist heiß. Ich weiß, ihr dürft gleich ins Wasser und euch da unterhalten. Aber stell dich bitte erstmal... Oh Gott, die haben alle was Vegetarier. Aber hey, sie hat sich schon vier Sims vorgestellt. Wie wär's mit einer Verabredung? Nein, danke. Tut mir leid, aber wir haben eigentlich... kein Interesse an Frauen. Ich würde sagen, Tischtennis spielen gegen Francis. Ne? Ja, Francis, Verkäufer. Wieso treffen wir uns mit dem Verkäufer? Wieso haben wir ein Date mit dem Verkäufer? Interessant. Unbekannter Anrufer. Ich habe gesagt, ich habe gesehen, was du letzte Woche getan hast. Ich war da, ich habe alles gesehen. Du steckst in echten Schwierigkeiten, Mädchen. Moment, wer ist da? Ich würde sagen, wir legen auf. Ich gehe an unbekannte Nummern erst gar nicht ran. Würde ich auch jedem empfehlen. Oh, das war Owen. Okay. Guckt mal, sind die nicht süß, die zwei? Sind nicht schlecht, oder? Ich glaube, um sozial unbeholfen sich da ein bisschen reinzufuchsen, würde ich sagen, können wir im Anschluss mal versuchen, einen Flirtversuch zu machen. Aber wir gucken erstmal, wer die Partie gewinnt. Vielleicht gewinnt sie ja. Sie ist auf jeden Fall wieder voll angespannt und wir haben nur noch... Drei Tage nur noch! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also ich bin ganz ehrlich, wenn Owen nicht will, dann versuchen wir es mit dem Francis. Wir gucken mal kurz hier ins Profil rein. Oh nein, die ersten Eindrücke sind ja gar nicht gut. Unreif und natürlicher Wahnsinn. Und sie findet ihn total unattraktiv. Oh mein Gott. Ei, Caramba. Oder soll sie ihn einfach nur ausnutzen in dem Sinne? Soll sie ihn einfach ausnutzen? Ich weiß es nicht. Soll sie ihn einfach heiraten, um das Geld zu bekommen? Und dann geben wir ihm vielleicht eine... Weiß ich was, 1000 Simoleons Anteil oder 500 Simoleons, je nachdem, wie viel wir auswählen können.
Sollen wir das vielleicht so machen, dass wir vielleicht ihn fragen, hier, willst du uns vielleicht aus der Klemme helfen? Oh Gott, irgendein Turnout war schon, er ist ein Spinner. Oh Gott, das ist die reinste Katastrophe. Ich würde sagen, bevor du dich sonnen gehst, wirst du ihm sagen, dass nur Freunde sein möchtest. Sag, das klappt nicht, tut mir leid, wir sind zu unterschiedlich. Aber wenn du die Funken nicht fliegen, fliegen sie nicht. Ist schon in Ordnung, aber ich amüsiere mich nicht schlecht. Lass uns bleiben und sehen, ob wir uns auf platonische Weise verstehen. Das ist doch eine gute Idee. Das ist doch eine schöne Idee. Mir kannst du eine tiefgründige über Ängste von mir aus reden und dann würde ich sagen, kannst du dich ein bisschen in Badekleidung sonnen und dann würde ich sagen, mache ich auch Schluss mit diesem Part. Ich freue mich sehr, von dir in den Kommentaren zu lesen, wie du diesen Part fandest, diese etwas aus der Reihe Folge, sage ich jetzt mal, was ganz anderes als das, was wir sonst so haben. Ich finde sie einfach so cute, unsere Juniper. Und sie hat leider ein bisschen abgenommen, muss ich sagen, das sieht man. Sie hat auf jeden Fall abgenommen, seitdem wir spielen. Gut, sie hat auch nicht so viel Möglichkeiten an Essen zu kommen. Deshalb, wir gucken mal, dass ich ihr dann hier was grille. Dass wir das vielleicht irgendwie mitnehmen können. Gegrillte Früchte, würde ich sagen. Aber erst darf die Süße sich jetzt mal hier sonnen. Und ich hoffe, ja, euch im nächsten Part, wenn es einen geben sollte, wenn das Ganze ankommt, euch dann wiederzusehen. Wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder oder in einem der anderen Let's Plays. Schau dich gerne mal um auf meinem Channel, falls du neu bist. Und ja, für die Alteingesessenen, wie ich so gerne sage, sehen wir uns dann auf jeden Fall bei Familie Thompson, Familie Winter oder bei Guild Wars 2 oder bei unserer Not So Berry Challenge. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.